Juliane war neu im Kindergarten. Sie musste sich erst an die vielen Sebastians, Sandras, Katharinas und Jans gewöhnen und an den Lärm, den sie machten. Zu Hause war es ruhiger. Da gab es nur Mutti und Paps. Dennoch ging Juliane gern hin, zog sich den Mantel aus und reckte sich auf die Zehenspitzen, um ihn an den Haken zu kriegen, denn sie war sehr klein. Keinem fiel es ein, sie deshalb zu necken oder gar Krümel zu ihr zu sagen. Wenn sie nämlich Märchen erzählte oder Gedichte aufsagte oder ein Lied sang, schien es, als würde sie wachsen. Dann sahen die anderen zu ihr auf. Doch obwohl Juliane schon so vieles konnte und wusste, behauptete sie eines Tages, die Kinder würden vom Storch gebracht. Das gab ein Gelächter und Geschrei. Kerstin lachte am lautesten. So eine dumme Jule glaubt noch, wie die Babys an ein Klapper. Frau Hellmann, die Erzieherin, hatte Mühe, die Kinder zu beruhigen. Sie rief Julchen zu sich und gab ihr ein Taschentuch für die Tränen. Hat dir das deine Mutti gesagt? Nein, unsere Nachbarin Frau Palter. Ich habe noch gefragt, wie denn. Da hat sie gelacht und gesagt, kommst du noch dahinter? Du musst Mutti fragen, Juliane. Muttis wissen das genau, ja? Ja. Am Nachmittag, als die Mutter kam, sie abzuholen, fragte Julchen sofort, Mutti, wenn der Storch die Kinder nicht bringt, wer bringt sie dann? Weißt du, Julchen, darüber reden wir mal, wenn wir beide richtig Zeit haben. Jetzt nicht. Jetzt müssen wir schnell noch einkaufen und Abendbrot für uns drei machen. Ich muss nämlich dann noch zu einer Versammlung. Einverstanden? Aber ich will doch bloß wissen, bitte, Juliane, nicht jetzt. Und sie kauften Brot, Wurst, Eier und auch Erdbeerjoghurt, den Juliane so gern aß. Nach dem Abendbrot, als das kleine Mädchen satt und sauber gewaschen in seinem Bett lag, dachte es, warum haben die Erwachsenen für wirklich wichtige Dinge keine Zeit? Und während es so dachte und dachte, schlief es ein und träumte, dass es über eine große blühende Wiese lief, die Sonne schien, sie hatte Augen, Nase und Mund, wie im Bilderbuch, und lächelte. Am Ende der Wiese war ein Teich, und am Rande des Teiches stand ein Storch und starrte ins Wasser. Guten Tag, Storch. Guten Tag, kleines Mädchen. Ach, bitte sei so gut und komm mir nicht zu nah. Sonst fange ich keinen einzigen Frosch. Was suchst du hier eigentlich? Dich. Warum? Komm, sag klar, was du willst. Oder lass mich in Ruhe Frösche fangen. Bringst du uns nun die Babys oder nicht? Was für eine Frage. Bin ich etwa ein Transportvogel wie ein Flugzeug oder ein Hubschrauber? Ich kann nicht mal meine eigenen Kinder tragen. Was meinst du, wie schwer so ein Menschenbaby ist? Keine zwei Schritte weit würde ich es tragen können. Was doch kleine Mädchen für dumme Gedanken haben. Aber wer bringt sie dann? Wie kann ein Storch wissen, wer den Menschen die Kinder bringt? Einen Storch interessieren nur Storchenangelegenheiten. Und woher bekommt ihr eure Kinder? Wir machen sie selber. Meine Frau legt Eier. Hast du schon mal ein Ei gesehen? Na klar! Vor vielen Jahren ist uns mal eins zerbrochen. Puh!
Puh, lauter schlabriges Zeug war drin. Doch in der Mitte schwamm, wie eine kleine Sonne, das Dotter. Weiß ich, aus Knickeiern machen wir Rührei. Von wegen Rührei. Meine Frau legt Wert auf ganze Eier. Sie setzt sich darauf und wärmt sie. Und wenn sie es gut macht, wachsen kleine Störche drin. Und dann braucht ihr die Eier auf und lasst eure Kinder raus. Unsinn, sie müssen sich selbst befreien. Und kaum sind sie da, sperren sie die Schnäbel auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie müde es macht, 5 hungrige Schnäbel zu stopfen. Immerzu sehe ich Storchenkinderschnäbel, Storchenkinderschnäbel. Ich träume schon davon. Das hört nicht auf, bis die Kleinen flügge geworden sind. Und kaum haben wir uns ein bisschen erholt, ist es Zeit, mit den anderen Störchen nach Afrika zu fliegen. Dort bleiben wir bis zum Frühling. Na, wenn ihr den ganzen Winter über fort seid, muss ja jemand anders die Babys bringen. Meine Eltern haben mich ja auch im Winter gekriegt. Wenn ich bloß wüsste, woher. Keine Ahnung. Ich bin hier, um Frösche zu fangen. Wenn du mich noch länger davon abhältst, müssen meine Kinder hungern. Entschuldige, ich gehe ja schon. Vor einem Bauernhof sah Julchen eine Henne, die ihre Küken spazieren führte. Die Henne war dick und hatte ein plustriges, braunes Federkleid. Ihre Kinder aber waren gelb, wie Kanarienvögel. Guten Tag, Henne. Da? Quack, 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 quack. Ich möchte dich etwas fragen. Quack, 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 quack. Kannst du mir sagen, woher die kleinen Kinder kommen? Dumme Frage, aus den Eiern natürlich. Auch Menschenkinder? Was weiß ich? Meine Kinder jedenfalls kommen aus Eiern und die lege ich selbst. Und wie machst du das? Ich setze mich aufs Nest und drücke und drücke und schon ist das Ei da. So lege ich eins nach dem anderen. Setz mich drauf, brüte, bis sich meine Kinder mit ihren Schnäbelchen aus den Eiern befreien. Und der Hahn hilft dir nicht? Der Hahn? Wer hat hier einen Hahn auf dem Nest gesehen? Er würde sich womöglich seine schönen Federn zerdrücken. Und außerdem, welcher seiner vielen Hennen sollte er denn helfen? Nein, Hähne taugen nicht zum Brüten. Sie sind zum Krähen da und zum Lebendigmachen. Lebendig machen? Wie meinst du das? Einfache Sache. Ohne Hahn gibt's keine Küken. Den ganzen Sommer über könnte ich auf meinen Eiern sitzen. Nichts käme heraus, nein, gar nichts. Der Hahn muss die Eier, die in mir wachsen, erst befruchten. Fliegt mir auf den Rücken, schlägt mit den Flügeln und bringt seinen Samen in mich hinein. So werden die Eier lebendig. Bock, 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 bock. Manchmal höre ich meine Küken schon piepsen, bevor sie ausgekrochen sind. Und wenn sie alle da sind, zeige ich ihnen, was man fressen muss, um groß und stark zu werden. Du fütterst sie nicht? Zack, 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 zack. Wozu sollte ich meine Kinder füttern? Sieh doch, wie selbstständig sie sind. Können laufen und picken, seitdem sie aus dem Ei gekrochen sind. Back, back, ach, back, 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 back. Da stehe ich und gackere und gackere und meine Kinder laufen mir davon. Hier piepst es und da piepst es und dort piepst es. Die Henne entdeckte einen Regenwurm, der gerade in der Erde verschwinden wollte. Glug, machte sie glug und noch einmal glug. Dann hatte sie den Wurm freigescharrt. Plötzlich waren alle 15 Küken um ihre Mutter versammelt und zupften und zerrten an dem Regenwurm, der so lang wie Julianes Schnürsenkel wurde. Siehst du, Mädchen, so rufe ich meine Kinder. Glug, glug, glug. Sag ich, und schon sind sie da. Schön, dass sie dir so gut folgen. Doch, was mache ich nun? Von wem kann ich erfahren, wer die Babys bringt? Geh zur Katze Pur. Die kommt viel herum. Vielleicht weiß sie es. Ja, 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 ja. Vielleicht weiß es die Katze Pur. Auf der Koppel zwischen einem von Erlen gesäumten Bach und einem Wäldchen graste ein schönes, rehbraunes Pferd. Es hatte ein Fohlen bei sich,
Das war gelb wie Sand und sein Schwanz und seine borstige Mähne waren blond wie Julchens Haar. Das Fohlen sprang fröhlich umher. Als Juliane zur Koppel kam, näherte es sich neugierig. Guten Tag, Pferd. Verzeih, dass ich dich beim Essen störe. Macht nichts, Kind. Ich habe Zeit. Du willst wohl mit meinem Fohlen spielen. Dann nimm dich in Acht. Es ist übermütig und schlägt manchmal aus. Jetzt nicht. Ich muss erst herausfinden, woher die Babys kommen. Frau Walter sagt, sie bringt das Storch. Im Kindergarten haben sie mich ausgelacht. Und meine Mutti hat keine Zeit. Nun frage ich alle, die ich sehe. Aber die wissen auch nichts über Babys. Bloß über ihre eigenen Kinder wissen sie Bescheid. Auch ich weiß nur, wie ich meinen Fohlen bekam. Hast du es ausgebrütet? Stell dir mal vor, wie das aussehen würde. Ich auf einem Nest. Pferde sind doch keine Vögel. Das Fohlen ist in mir gewachsen. Ich wurde dick und immer dicker. War bald so breit wie ein Ackergaul. Dann spürte ich Schmerzen. Ich legte mich hin und fühlte, wie etwas in mir drängte und schob. Ich presste ein bisschen und auf einmal glitt mein Fohlen aus mir heraus. Aus dem Bauch? Aus dem Bauch. Und das Loch ist wieder zugeheilt? Wovon redest du, Kind? Du glaubst doch wohl nicht, mein Leib sei geplatzt. Das wäre aber sehr, sehr gefährlich. Daran könnte eine Pferdemutter womöglich sterben. Nein, das Fohlen hat mich kein bisschen verletzt. Es kam auf einem Weg, der unter meinem Schwanz seinen Ausgang hat. Zeig mal. Aber hier ist ja gar kein Ausgang. Du erkennst ihn nur nicht. Er ist jetzt geschlossen. Ist zu. Wie dein Mund, wenn du nicht redest oder isst. Na ja, und dann? Dann lag mein Fohlen da. Nass und noch ganz unbeholfen. Ich habe es kräftig mit meiner Zunge massiert und die Reste der Haut, von der es umschlossen war, als es in meinem Leib wohnte, vorsichtig weggezupft. Eine Weile haben wir uns beide ausgeruht. Dann mühte sich mein Fohlen, auf seine starksigen Beine zu kommen. Und am Abend sprang es schon um mich herum. Schön ist dein Kind, so weich. Aber warum isst du allein und lässt dein Kind hungern? Warum zeigst du ihm nicht, wie man Gras essen kann? Ein so kleines Fohlen ist doch kein Gras. Es trinkt Milch. Wer bringt euch denn die Milch? Da ging das Fohlen zu seiner Mutter und steckte den Kopf unter ihren Leib. Sein samtweicher Mund suchte nach der Zitze, fasste sie und saugte, dass Julchen es schmatzen hören konnte. Siehst du nun, woher mein Kind seine Milch bekommt, solange es noch kein Gras essen kann? Ja, aber woher die Menschenbabys kommen, weiß ich immer noch nicht. Tja, ich hätte dir gern geholfen. Vielleicht kann ich dir eine Freude machen. Bist du schon einmal geritten? Ja, auf einem wunderschönen weißen Pferd. Auch gesprungen? Gesprungen? Es war doch angeschraubt. Angeschraubt? Wer macht denn so etwas? Das ist ja Tierquälerei. Ach wo? Karussellpferde sind doch keine richtigen Pferde. Die sind doch bloß aus Holz. Da sitzt man oben drauf und fährt immer im Kreis rum. Immer im Kreis rum. Bis das Geld alle ist. Was sich die Menschen so ausdenken. Auf angeschraubten, hölzernen Pferden Runden ziehen und dafür auch noch bezahlen. Das erscheint mir, verzeih, ganz unbeschreiblich dumm. Möchtest du nicht mal auf einem richtigen Pferd reiten? Auf dir? Wie sollte ich denn darauf kommen? Du kletterst auf den Zaun und ich stelle mich ganz dicht daneben. Dann brauchst du nur noch rüberzusteigen. Willst du? Ja. So, und jetzt? Jetzt halte dich an meiner Mähne fest und fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen.
Pass auf, jetzt springen wir über den Bach. Julchen presste ihren Kopf an den Hals des Pferdes und schloss die Augen, um sie alsbald wieder zu öffnen, denn ihr war, als würden sie fliegen. Ganz langsam schwebten sie über dem Wasser, das sich unablässig auszudehnen schien. Bald schon hatte es die Breite eines Flusses und schließlich wurde es zum riesigen See mit weißen Schiffen darauf. Ist das nicht hundertmal schöner als auf einem angeschraubten Holzgaul? Es ist wunderschön! Achtung, wir landen! Der See wurde wieder zum Strom und der Strom zum Bach. Rasch kam die Erde auf sie zu. Julchen griff mit beiden Händen in die Mähne, doch der erwartete Aufprall blieb aus. Sanft berührten die Hufe das grüne Graspolster, das voller Margeriten war. Eine weiche Landung, eine watteweiche Landung. Du bist ein ganz besonderes Pferd. Für ein Traumpferd bin ich ganz normal. Die rehbraune Stute galoppierte zu ihrem Fohlen, das am Koppelzaun wartete. Julchen lief am Bach entlang und folgte einem Pfad, der durch die Felder führte. Da sah sie mitten im Klee die Katze Purr. Sie hatte eine Maus gefangen und kam damit auf Juliane zu. Vor den Füßen des Mädchens legte die Katze ihre Beute ab. Miau. Nun, wie gefällt dir mein Fang? Ganz gut. Wollen wir ihn teilen? Oh nein, danke, ich habe schon gegessen. Wenn du meine Maus nicht willst, was willst du dann? Eine Auskunft. Du hörst und siehst viel. Kannst du mir sagen, woher die Menschen ihre Babys bekommen? Tja, woher wohl? Miau. Wer könnte sie überhaupt tragen? Leider habe ich zurzeit keine Kätzchen. Sonst würde ich dir vormachen, wie man sie trägt. Ganz zart in die Nackenhaut beißen, hochheben und dann gehen. Ich zeige es dir mal an der Maus. So, so trage ich meine Kinder. Menschenbabys könnte man auch so tragen. Doch da müsste die Katze schon so groß wie ein Löwe sein. Aber Katze Purr, ein Löwe wollte die Babys doch fressen. Möglich, miau. Aber sage mir, wer es sonst tun könnte. Und vor allem, wo die Babys herumliegen, dass man sie so einfach abholen und zu den Menschen tragen kann. Nein, 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 miau. Ich denke mir, es wird ganz anders sein. Und wie? Ja. Siehst du, das weiß ich eben auch nicht. Ich weiß nur, wie ich zu meinen eigenen Kindern komme. Lass mich mal raten. Sie wachsen in deinem Leib. Richtig, miau. Und wenn sie lange genug gewachsen sind, bekomme ich Bauchschmerzen. Mein Leib krampft sich zusammen. Dann muss ich pressen. Das ist ganz schön anstrengend, sag ich dir. Doch nach einer Weile habe ich alle meine Kinder zur Welt gebracht. Dann leck ich sie trocken und wärme sie. Miau. Und zeigst ihnen, wie man Mäuse fängt? Miau, hat man schon mal sowas Dummes gehört. Als ob nicht jeder wüsste, dass Katzenkinder blind geboren werden und erst eine Zeit lang gesäugt werden müssen, bis sie allein Mäuse fangen können. Sei bloß still. Weißt du vielleicht, dass 2 und 2 4 sind? Kannst du Gummihopse? Hast du vielleicht schon mal ein Bild gemalt? Kannst du Rodeln oder Seifenblasen machen? Na, siehste, da sagst du gar nichts. Bin ich vielleicht eine Katze?
Bin ich vielleicht ein Mensch? Miau. Naja, wenn ich ehrlich bin, als ich noch ein Katzenmädchen war, wusste ich auch nicht, woher die Katzenkinder kommen. Du wirst schon erfahren, wer die Menschenkinder bringt. Miau. Juliane lief und lief, ohne müde zu werden, bis sie an einen winzigen Bahnhof kam. Der sah gerade so aus wie der Spielzeugbahnhof im Kindergarten. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Es hat Einfahrt, der Personenzug in Richtung Zug. Juliane staunte. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen. Auch Schienen gab es nicht. Und doch näherte sich mit Rattern und Schnaufen eine Lokomotive, die drei Wägelchen hinter sich herzog. Es war die merkwürdigste Lokomotive, die Julchen jemals gesehen hatte. Ihr dicker Bauch war blau wie der Himmel und ihr dünner Schornstein so rot wie Julchens liebster Faserstift. Und jedes Mal, bevor sie Rauch aus ihrem dünnen roten Schornstein blies, blähte sich ihr dicker blauer Bauch so gewaltig auf, dass zu fürchten war, er werde platzen. Die Räder funkelten in der Sonne, als wären es vom Himmel herabgefallene Sterne. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Einsteigen und die Türen schließen. Juliane stieg ein. Der Zug fuhr über Felder und über Wiesen voller Löwenzahn. Dort weideten Kühe. Erstaunt hoben sie ihre Köpfe, als der Zug an ihnen vorbeirauschte. Manchmal fuhr der Zug auch ein Stück auf der Straße. Und einmal brauste er sogar durch die Toreinfahrt in einen Bauernhof hinein und aus dem Scheunentor wieder heraus, dass die Hühner mit erschrecktem Gegackere das Weite suchten und der Hund vor Schreck das Bellen vergaß. Dann hielt der Zug an. Zoologischer Garten, Zoologischer Garten. Alles aussteigen, der Zug endet hier. Alles aussteigen, der Zug endet hier. Julchen stieg aus. Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie den Zug nicht mehr. Auch der Bahnsteig war verschwunden. Das mit Girlanden und bunten Blumen geschmückte Tor zum Zoologischen Garten war weit geöffnet. Und weil im Kassenhäuschen niemand saß, konnte Julchen ohne Geld den Zoo besuchen. Von rechts und links grüßten die Papageien: Guten Tag, kleines Mädchen, guten Tag. Auch Julchen grüßte. Sie grüßte jedes Tier. Wen sonst hätte sie auch grüßen sollen? Seit sie von zu Hause fortgegangen war, hatte sie noch keinen einzigen Menschen gesehen. Zuerst ging sie zum Elefanten. Der schob sich gerade mit seinem Rüssel Sand zusammen, nahm ihn geschickt auf und warf ihn sich über seinen Rücken. Ist das angenehm? Ist das schön? Du Elefant, darf ich dich mal was fragen? Jetzt bitte nicht. Erst muss ich noch mal. Ist das angenehm? Oh, ist das schön. Entschuldige, Kind, doch es gibt für einen Elefanten nichts Schöneres als... Darf ich noch mal?
Aber na klar, dich meckert ja auch keiner aus. Wenn wir uns im Kindergarten mit Sand bewerfen, dann wird es gleich den Eltern gepetzt. Oh, ist das angenehm? So, jetzt kannst du mich fragen, solange es dir Spaß macht. Bist du eine Elefantenfrau? Natürlich, das sieht man doch. Bitteschön. Mein Bauch ist glatt wie eine Tonne, also bin ich eine Kuh und kein Bulle. Und warum hast du kein Kind? Du bist gut. Siehst du hier vielleicht einen Elefanten, der Vater meines Kindes sein könnte? Bei den Pferden wachsen die Fohlen im Leib ihrer Mutter. Und wenn sie groß genug sind, kommen sie raus. Sieh mal an, wie schlau du bist. Doch kannst du mir vielleicht verraten, wie sie da hineinkommen? Ohne Hengst gibt es bei den Pferden kein Fohlen. Und ohne Bullen bei den Elefanten kein Kalb. Und warum? Warum, 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 warum? Darum. Es ist eben so. Wäre es sonst nötig, dass es Kühe und Bullen gibt? Du hast doch nichts dagegen, dass ich noch mal Sand werfe. Oh, ist das angenehm? Ist das schön. Weißt du, früher, vor langer, langer Zeit, als ich noch kein Zoo-Elefant war, zog ich mit vielen anderen Elefanten durch den indischen Dschungel. Der blieb auch im Winter grün und hatte weder Wege noch Gitter. Da waren Seen, in denen wir badeten, wenn uns die Sonne brannte. Und so viel Sand und Staub, dass wir uns von morgens bis abends damit bewerfen konnten. In meiner Herde gab es einen Bullen. Der hatte Stoßzähne, sanft geschwungen wie die Sichel des neuen Mondes und weiß wie das Innere eines Apfels. Es war mir angenehm, in der Nähe des Bullen zu sein. Als er das spürte, war er sehr aufgeregt. Er kam ganz dicht an mich heran, schob seine Vorderbeine auf meinen Rücken und ich fühlte, wie das, was er in einer Hauttasche am Leib trägt, sich hervortat und kräftigte und in mich drang, genau dort, wo sich fast 2 Jahre später mein Baby ins Leben mühte. Also muss es doch von ihm in mich hineingesät worden sein. Ja. Julchen blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto einleuchtender erschien es ihr. Wenn es so war, dass die Tiermütter ihre Kinder in sich wachsen lassen und zur Welt bringen, dann ist es eben die Aufgabe der Tierväter, das Leben in die Mütter hineinzutragen. Und wo ist dein Baby jetzt? Als unsere Herde gefangen und über ein großes Wasser hierher gebracht wurde, durfte es bei mir bleiben, solange es meine Milch brauchte. Dann schickten es die Menschen in einen anderen Zoo. Arme Elefant. Hat dein Baby auch beim Trinken deinen Kopf zwischen deine Hinterbeine gesteckt? Na, siehst du denn nicht, dass meine Milchdrüsen an der Brust zwischen den Vorderbeinen sind? Aber ein Pferd bin hat... Bin ich ein Pferd? Die Kuh hat die Euter doch auch. Bin ich eine Kuh? Du hast selbst gesagt, dass du eine Elefantenkuh bist. Ja, eine Elefantenkuh, das ist schließlich was anderes als eine Rindkuh. Stimmt. Tschüss und danke für deine Auskunft. Keine Ursache.
Ist das schön. Wieder hatte sich der Elefant ein Sandhäufchen zusammengeschoben und ließ es sich auf den Rücken herabregnen. Juliane ging weiter und dachte nach. Keine einzige Tiermutter lässt sich ihr Kind bringen. Und von keinem einzigen hätte sie glauben können, dass es den Menschen die Babys bringt. Während sie noch grübelte, stand sie plötzlich vor dem Affenkäfig. Im großen Spielkäfig der Schimpansen saß eine Äffin mit einem Baby im Arm. Guten Tag, ich bin die Juliane. Na sowas. Und mich nennen Sie Jule. Meine kleine Tochter heißt Conny. Conny? So heißt ja meine große Puppe. Du hast aber ein hübsches Kind. Nicht wahr? Es ist wunderschön. Als ich es geboren hatte, sah es schlimm aus. Ganz rot und zerschunden und nass. Ach, so nass. Ich habe mit meinen Lippen die Nässe aus seinen Härchen gesogen und es gesäubert und gewärmt. Da wurde mein Baby schön. Ich sah es immer wieder an und freute mich, küsste seine Händchen, Füßchen, Öhrchen und... Hast du Conny in deinem Leib getragen? Aber ja. Wie hätte ich sie sonst zur Welt bringen können? Also, ohne Bullen gibt es kein Kalb und ohne Hengst kein Fohlen. Brauchtest du auch einen Affenbullen, der Conny in sich hineingesät hat? Doch keinen Affenbullen, sondern einen Affenmann. Benno, er muss für eine Weile im Nachbarkäfig wohnen. Seine Spiele sind zu grob. Da könnte Conny zu Schaden kommen. Juliane guckte in den Nachbarkäfig. Da saß der Schimpanse Benno, ließ Arme und Beine baumeln und blinzelte seiner Frau und seiner Tochter schläfrig zu. Das Affenkind kletterte langsam vom Schoß seiner Mutter, griff nach ihren Beinen und rutschte daran herunter. Dann krabbelte es ein paar Schritte von Jule weg und besah sich das Seil, das vom Käfigdach herabhing. Das Baby roch daran, es leckte daran. Und Jule ließ es nicht aus den Augen. Als ein großer schwarzer Käfer dicht vor Connys Gesicht landete, schrie das Affenkind und beruhigte sich erst wieder, als Jule es an die Brust nahm. Mit ihren winzigen Fingern grapschte Conny nach der Brustwarze, stopfte sie sich in den Mund und begann zu saugen. Als Julchen Jule mit dem Kind sah, dachte sie, wie Mutti. Auf einmal wollte sie nach Hause. Ohne sich zu verabschieden, rannte sie davon. Sie rannte durch den Zoo zum Ausgang, doch sie fand ihn nicht. Überall waren hohe, dicke Gitter. Da hörte Julchen, wie jemand rief mit einer Stimme, sanft wie ein Hauch. Komm zu mir, komm zu mir. Ich bin Otto. Der Luftballon. Meine Schnur wurde von einem Ast gefangen. Wenn du mich befreist, bringe ich dich nach Hause. Du brauchst dich nur an mir festzuhalten. Warte, Otto. Ich helfe dir gleich. Du musst bloß erst mal hier raufklettern. Du zwitschere doch nicht so. Ist ja alles ganz verfilzt. Warte mal. So, siehst du, nun ist die Schnur frei. Danke. Oh je. Und nun halte dich gut fest. Wir steigen. Wir fliegen. Ist das herrlich, wieder fliegen zu können? Hoch zu den Wolken. Wenn du willst, bis zur Sonne. Nein! Nein!
Juliane sah nach unten. Der Zoo war nicht größer als ein Buddelkasten. Sie sah nach oben. Otto näherte sich mit rasender Geschwindigkeit einer dicken Wolke. Julchen zog den Kopf ein. Doch das weiße Dach war flaumfederweich und durchlässig wie Nebel. Über den Wolken war der Himmel dunkelblau und die gelbe Sonne lächelte. Plötzlich verloren Otto und Julchen an Höhe. Das runde Gesicht des Luftballons wurde lang und länger. Ottos angenehme Stimme verwandelte sich in ein hässliches Pfeifen. Ihm ging die Luft aus. Und es gab nichts, was Julchens Sturz in die Tiefe aufhalten konnte. Das Mädchen machte die Augen fest zu und schrie nach seiner Mutter. Und als es die Augen wieder öffnete, sah es, dass es in den Armen seiner Mutter gelandet war, die es sanft hin und her wiegte, wie damals, als Julchen noch sehr, sehr klein war. Hat mein großes Mädchen schlecht geträumt? Nein, dem Otto war bloß die Puste ausgegangen. Aber es ist nicht so schlimm. Dafür weiß ich jetzt endlich, woher die Babys kommen. Nanu, und wer hat es dir gesagt? Ach, weißt du, darüber reden wir mal, wenn wir beide richtig Zeit haben.